Hallo ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir basteln heute eine Babykarte zusammen mit einem kleinen Funfold-Element. Ich habe euch hier mal die Beispielkarte. Es ist mal wieder eine quadratische Karte. Genau, also so sieht die von außen aus. Hier sind noch so goldene Herzchen mit drauf als kleines Highlight. Und wenn man die aufmacht, dann hat es hier, ich zeige es euch mal von oben, so hat es hier so ein Funfold-Element drin. Ja, das ist eigentlich nichts Besonderes. Das Tolle an diesem Element ist aber, dass man das immer weiter und weiter und weiter führen kann. Also man könnte jetzt hier nicht nur eine Spitze rausschauen lassen, sondern vier oder fünf auch. Also das ist gar kein Problem. Genau, aber wir machen heute die Karte mit so einem vierseitigen Funfold-Element. Genau, dann hätte ich gesagt, fangen wir auch gleich an. Meine Beispielkarte tue ich weg. Was brauchen wir? Wir brauchen zum einen eine Kartenbasis. Das ist eine Aufklappkarte, die habe ich mir zusammengeschnitten. Die war 29,0 mal 14,5. Die habe ich bei 14,5 gefalzt. Dann eine Mattung 13,8 mal 13,8. Ich habe hier so ein warmes Grau jetzt genommen. Dann einen zweiten Kartenaufleger, wo wir nachher drauf stempeln. 13,1 mal 13,1 cm. Dann brauchen wir natürlich noch das Funfold-Element. Das hat 29,7 mal 7,4 cm. Das habe ich schon immer im Abstand von 7,4 cm gefalzt. Genau, dann brauchen wir noch für die... für das Funfold-Element auch Aufleger. Die sind 0,5 kleiner, also 6,9 mal 6,9. Und dann brauchen wir noch Stempelkissen. Ich habe mich jetzt bei unserer Karte für eine blaue Farbrange entschieden. Geht los, also ich stempel hier heute mit Stampin' Up Stempelkissen. Geht los mit Nachtblau, Pazifikblau, Blaubeere, Azurblau und Babyblau. Das war so meine Farbrange. Genau. Um nachher noch unseren Spruch drauf zu stempeln, also dieses Hello Baby, werde ich Granit verwenden. Granit habe ich auch schon hier verwendet, weil ich finde, das passt ziemlich gut zu diesem warmen grauen Cardstock. Genau. Dann brauchen wir natürlich noch Stempel. Unsere Stempel, die wir jetzt heute verwenden, ist einmal für den Regenbogen dieses Stempelset von Kreativdepot. Das heißt skandinavisches Babyglück. Da werden wir den Regenbogen verwenden. Und innen rein habe ich, ach, da ist meine Karte. Innen rein habe ich hier so, so kleine Tierchen. Dann einmal willkommen, süßer Schatz und hier noch... auch noch ein Elefant. Und das habe ich von diesem Stempelset hier genommen. Das Stempelset ist auch von Kreativdepot und das heißt Baby Girl. Genau. Aber dann hätte ich gesagt, wir fangen jetzt gleich an. Und wir fangen an mit der Stempelarbeit. Das werde ich wahrscheinlich im Schnelldurchlauf machen. Wenn wir unsere ganze Stempelarbeit erledigt haben, können wir auch schon langsam anfangen, dass wir unsere Karte zusammensetzen. Ich werde mir jetzt noch, wie hier bei meiner Beispielkarte auch, die Ecken so ein bisschen, die Ränder hier von dem Kartenaufleger so ein bisschen anripsen, so ein bisschen aufrippen. Mache ich ja eigentlich immer mit der Schere. Jetzt habe ich mir aber hier so ein Distressing-Tool gekauft und mit dem geht das auch super. Das heißt, jetzt werde ich das zukünftig hoffentlich vielleicht nur noch mit dem machen, je nachdem, wie lang die Klingen scharf bleiben. So sieht jetzt mein Kartenaufleger aus. Und jetzt werden wir die Karte zusammensetzen. Kleben werde ich hier wie so oft mit meinem Tombow, mit dem grünen, den ich in die Nadelflasche gefüllt habe.
dann klebe ich das komplette auf meine Kartenbasis drauf. Und jetzt klebe ich zwei der Elemente, und zwar die beiden jeweils hier und hier auf die Karte drauf. Da ich schon weiß, wer die Geburtskarte oder die Karte zur Geburt bekommt, werde ich nämlich noch im Anschluss hier einen Namen draufschreiben und hier eine kleine Botschaft. Genau, das heißt, die beiden hier klebe ich nicht fest, sondern nur die beiden. Und dann können wir auch schon unser Funfold-Element in unsere Karte reinkleben. Hierfür mache ich die Karte einmal komplett zu. Trage nur auf die eine Seite Kleber auf. Und positioniere dann quasi mein Element mittig. Wenn das jetzt nicht so mittig ist, dann ist das auch gar nicht tragisch. So, dann trage ich auf der anderen Seite quasi auf dem Rücken auch noch Kleber auf und klappe die Karte dann einfach einmal zu und drücke da von hinten gut drauf. Und wenn man die Karte jetzt aufmacht, ist unser Funfold-Element perfekt platziert. Genau. Wie gesagt, die beiden Kärtchen werde ich noch nicht reinkleben, weil ich da noch was reinschreibe. Das heißt, die lasse ich einfach hier. Ich werde jetzt noch einmal auch drei von diesen kleinen Herzchen draufkleben, wenn ich meine Herzchen finde. Genau, ich habe hier einmal welche mit Spiegelkarton und ich habe hier welche mit Glitzerkarton und ich glaube, dass mir die weißen ziemlich gut gefallen. Ja, die gefallen mir ziemlich gut. Muss man hochheben, ich weiß gar nicht, ob man das so erkennt, dass das so ein Glitzerkarton ist. Ja, also ihr dürft es mir auf jeden Fall glauben. Genau. So. Nummer 1. Nummer 2 und noch ein ganz kleines. Und Nummer 3. Dann drücke ich das alles einmal fest. Und somit ist unsere Babykarte mit unserem Funfold-Element auch schon fertig. Ja, ihr Lieben, das war's mit meinem Video für heute, mit meinem Projekt für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken und ihr bastelt die Karte vielleicht nach. Und genau, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen, beziehungsweise wenn ihr wieder einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute und kreative Zeit. Tschüss!